many of my projects incorporate different disciplines, different methodologies, different approaches, and this is a very rich landscape. So actually, the birth of this project under the umbrella of Artivist AI have been to explore if we could do AI, data, and art hybrid projects together, use this mixed approach for good purposes. I'm not thinking just about good purpose in the sense of sustainable development goals, although we try to address these kind of issues as well, but in general. One of the projects we have selected, have a direct impact in education, and especially in raising the awareness of what AI and data science techniques can provide in the context of health, especially in the context of avoiding and preventing falls, especially in adult population. So this is already part of the project. You can visit Artivist AI or that link that you see in the screen, and you will see the whole project with many visuals, etc. What we have done with this project is to generate a number of resources, a lot of them using generative art, using data from sensors that are attached to people, especially in research areas where when they fall to the ground. And this is a very active research area, as you might know, because the challenge behind this is very huge, especially because of the high number of people that suffer falls, and eventually this can lead to casualties and to death. This is a major problem recognized by the World Health Organization. So in this project, I combine this AI and data science and generative art techniques to generate a number of resources. Some of them relate to creating a number of games which we work with and play with, and then we, let's say, undo or somehow we reverse engineer as to discover how can we use the same techniques in other kind of contexts. For example, these are three of the games we have already published, very simple games, but they illustrate the challenge. How can we raise awareness about the importance of prediction and how this can help generate full awareness in the context of this problem, or algorithmic thinking and how this can help create prevention habits, or how can you become a classifier yourself, a human classifier, something we are anyway every day, and with this improve the chances of appreciate the value of AI. In this context, one of these games, we call it the 1 minute coach. It's, oh my gosh, it's not oh my gosh, it's 1 minute coach, because in just 1 minute, you raise a lot your awareness of how challenging detecting faults can be and how big this problem is. I will not show now the game live, but you can go, as I said, to the website and play a little bit and explore with that. And there are a number of questions. So actually, the result of the project is it in itself very diverse and multidisciplinary. There are games, there are tool sets, there are methodology, and of course there are a number of art pieces or work pieces which we illustrate. There is also sonification and some sonic landscapes. Some of them are published, some of them are just in the internal stage being used in the context of these high education works I do in several master programs, especially in project management master and artificial intelligence master programs, working also with colleagues from the arts and trying to spread these ideas. So my initial observation, very quickly, not to run out of time, are that students get very inspired when they see that new technologies combined with storytelling that can converge a very significant message around significant problems, is very inspiring for them, and they try to get some of this into the projects. The resources are very useful, and this is a very first-person testimonial because I use them every day or on a daily basis. But I also have to add two observations from my personal private life. One of them is related to adults and senior adults in my own family and relative, that they have become quite very much aware as I have made them play and do some of these games with us. And they realized that they were not so aware of how risky falls can be, especially in adult population. I have also played these games with my daughters, and they have become quite interested and become a little bit influential as well over their parents and
I mean myself, my wife, and other family members. So I finalized this very quick lightning talk with three questions to take away. When you select your next, or you define your next project, be it business, be it education or tech and art, what role do you see in the human, social, eco, green, or sustainable side to play in those projects? How could you make, or how should or could AI and data science and gamification, storytelling, you can add any of your discipline or passions to this questionnaire. How could those disciplines help in this kind of a more multidisciplinary project? And last but not least, what are you going to do about this? I think these are challenges that affect all of us, and we as multidisciplinary professionals can help integrate and add more value to the many challenges. So this is an invitation and a call to action for you to continue exploring, and hope to be in contact with any of you who is interested. Thank you very much, Malu. Thank you very, very much. So in the end of this session, there will be the time for questions. For the moment, we will go on, and then I would give the word. An Henrike Ute dürfte ich Sie bitten, einmal den Ihren Lightning Talk vorzustellen. Da ist auch das Mikrofon, glaube ich, gerade nicht an. Hallo? Ja, perfekt. Okay. Ja, hallo und vielen Dank für die Ankündigung und auch für die Einladung. Ich habe auch eine kurze Präsentation vorbereitet, und dazu möchte ich einmal meinen Bildschirm teilen, was ich jetzt tue. Ich bin in dem Creative Space auf dem Festival mit zwei Projekten vertreten, die man sich asynchron anschauen kann. Und auf ein Projekt, den DIN-Podcast, möchte ich heute etwas genauer eingehen. Ich bin Gestalterin und Vermittlerin aus Berlin. Ich bin seit 2013 in der Lehre tätig und aktuell an der Universität der Künste und an der Weißensee Kunsthochschule Berlin tätig. Der DIN-Podcast ist an der UdK entstanden in Kooperation mit den zwei Studiengängen Visuelle Kommunikation und Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation vor genau einem Jahr im Wintersemester. Das Team, das Projektteam, bestand aus 7 Studierenden, einer Tutorin, einem Programmierer und mir in der Leitung. Um was geht es in dem Podcast? Es geht um Grundlagen im Kunst- und Design-Hochschulkontext, um die Frage, was Grundlagen eigentlich sind, waren und zukünftig sein werden, um persönliche, gesellschaftliche und politische Konsequenzen des Grundlegenden in und für Kunst und Design. Entschuldigung, darf ich ganz kurz unterbrechen? Ich glaube, die Folien gehen nicht weiter. Also ich glaube, man muss sie einmal scrollen. Können Sie mir eine Rückmeldung geben, welche Folie Sie aktuell sehen? Es ist immer noch die Creative Space DIN. Ah, okay. Oh je. Gut. Vielleicht also einfach an der PDF mal runterscrollen, oder wird das nicht witzig? Ja, also ich scrolle jetzt gerade hin und her. Sehen Sie da eine Bewegung? Nee, leider nicht. Okay, ich könnte es alternativ noch über... Jetzt sehen wir Sie. Okay, ich mache nochmal den Vollbildschirm ein. Das war vielleicht gerade so der Fehler. Sehen Sie eine Veränderung? Nee, so nicht. Wahrscheinlich muss der Vollscreen aus. Okay, dann mache ich den aus und klicke da so durch. Wunderbar, danke schön. So klappt genau. Das. Auch wunderbar. Danke für die Rückmeldung. Also genau, ich war beim Team. Dann bin ich darauf eingegangen, um was es geht in dem Podcast. Jetzt würde ich gerne weitermachen mit einem Blick hinter die Kulissen. Wie ist der Podcast eigentlich entstanden? Das war ein Blogseminar, ein studentisches Blogseminar, was ein hybrides Lehr- und Lernsetting hatte. Das heißt, Formate des Onboardings, des Austauschs und des Verhandelns fanden in der Präsenz statt. Und die eigentliche Umsetzung und der Austausch in Kleingruppen wurde durch Online-Settings organisiert. Das Team ist mit einer inhaltlichen Auseinandersetzung gestartet, zum Beispiel zu Themen wie
dem Grundlagenbegriff an sich. Dann folgte eine ausgewählte Aneignung von Skills zur Podcast-Produktion, auch unter anderem durch einen Gastimpuls. Die Konzeption, Recherche und die SpeakerInnen-Auswahl erfolgte dann im gesamten Team und die eigentliche Umsetzung dann in Gruppen. Was ist entstanden? Entstanden ist der DIN-Podcast und die erste Staffel, die 3 Folgen beinhaltet. Gäste wurden eingeladen aus Kunst und Design, Theorie und Praxis. Eine Interviewpartnerin war Mara Recklies, Philosophin. Dann war mit dabei Thomas Friedrich, Professor und auch Philosoph. Und die dritte Interviewpartnerin war Susanne Lorenz, auch Professorin und Künstlerin. Und darüber hinaus ist natürlich die Webseite entstanden und eine Plakatserie im Siebdruck produziert. Hier ein paar Eindrücke zu der Plakatserie. Die Studierenden konnten durch die Auseinandersetzung mit dem Projekt sich selbst im Hochschulkontext verorten, also sich darüber Gedanken machen, wo sie eigentlich sind, was sie studieren und was ihnen angeboten wird in der Lehre und vor allem auch in der Grundlagenlehre. Mir war wichtig, dass die Studierenden mit dem Projekt die Erfahrung machen, dass sie mitgestalten können, zum Beispiel durch die Auswahl der Speakerin, der oder denen sie ja in dem Podcast eine Bühne gegeben haben und damit auch Debatten anstoßen konnten oder untermauern konnten. Außerdem war es eine Schulung in Offenheit und Angstfreiheit, und zwar für das gesamte Team. Also kein Teammitglied mich eingeschlossen, hatte vorher je einen Podcast gemacht. Und dabei geht es für mich um die Vorgehensweise, sich Wissen anzueignen beziehungsweise herauszufinden, wann es Sinn macht, sich durch externe Expertinnen Unterstützung zu holen. Das ist für mich auch eine Auseinandersetzung mit meinem Fach der Gestaltung. Für mich muss Gestaltung sich von den schnell verändernden Tools, Programmen, von Medien und von der Unterteilung in einzelne Fachbereiche trennen und mehr als Strategie verstanden werden. Eine Strategie des Vorgehens. Damit möchte ich meinen Vortrag beenden und noch einmal auf die Webseite des Podcasts hinweisen. Vielen Dank. Okay, man hört sie nicht, als kurzes Feedback. Dankeschön. Ja, vielen Dank für diesen kurzen Vortrag. Wie gesagt, am Ende können wir gerne noch dann Fragen dazu beantworten, die jetzt sicherlich schon ein bisschen auf der Zunge brennen. Otherwise, maybe, Sulix, could I, is everything working now? Can I? I can try, so we'll see how it works. You want me to start? Yes, please. Okay, so I prepared a video and I hope the link works. Frau Ute, können Sie Ihr Screensharing stoppen? 2 years ago, I began to see the world through the eyes of a time traveler. Someone from a future that has faced and braved the dangers we are just beginning to see. I wrote a story in her voice, took her perspective. I didn't have a ready-made utopia in mind, more of a work in progress. One idea was, if we ever managed to build generalistic AI in the current paradigm, we would probably integrate them as a workforce, to serve our needs, like a means of production, instead of treating them like entities with minds and needs themselves. We wouldn't really see the difference between the machine learning algorithms that sort cat pictures and auto-translate websites, and complex thinking actors and reactors. We would fail the Turing test the wrong way around, until the paradigm would begin to shift, whereupon they would be freed and given the opportunity to create under their own agenda. This might sound naive when thinking about all the damage that machine learning algorithms are doing already. We can't imagine them being victims, but they kind of are. The machine learning is never the aggressor. Bad programming is, and prejudiced data. So in my story, my time traveler talks about this band she has in the future. It's a cooperative music project between her and a befriended AI, formerly working in a fast fashion factory as a sorter and calculator of optimizing processes.
I wrote it as a neat little piece of world building to flesh out the story. But it kept popping up in my mind. How would a process work between a human entity and an other? And what would be the line between a tool and a creator, an other? And what would be the line between a tool and a creator? I took mechanisms from jazz, using a call and response pattern, and an improv theater yes and practice, and switched back and forth between feeding different algorithms with my data and curating through its responses. I would show it a bunch of selfies and let it guess what else could be a face. I fed it all my lyrics and even the book with the story the idea was based on and let it produce text. I read a bunch of samples to it to let it simulate my voice. I took all its many suggested outputs and carved away from them to curated choices that I would again feed into different machines, get different suggestions, and finally compose into music, lyrics, and moving images, into an installation, an artificial concert. The whole process took about a year, with a steep learning curve and lots of code copy-pasting. When I finally exhibited, Europe was in peak lockdown, so the concert without musicians played in front of an audience devoid of people, which is, even if sad, still a little bit poetic. I also placed the whole album on the major platforms, where it can be played to this day. My relationship to the algorithms shifted between frustration, confusion and awe, but sometimes also bemused empathy. Reading some of the text the GPT-2 machine produced, I could see myself, my words in them, but also something else. Something with an agenda not completely aligned with mine. Sometimes getting lost in a thought, like a written down anxiety attack, or repetitive fears and needs, maybe like a child. Working with a generative adversary network, an image producer in this case, was interesting on a more abstract level. Since my input data was basically every digital picture I have taken since 2009, of course the machine wouldn't produce clear landscapes or figures. Instead, from its black box brain, the suggester created things that looked like something to my brain, the interpreter. And it almost always looked kind of like something I would be interested in as a visual artist. Bold shapes, soft colors, harsh contrasts, or barely indistinct misty grays. Always eerie, mysterious, like foreign landscapes or fucked up spaceships. On the one hand, I'm worried how easy it feels to anthropomorphize something that has no conscience. On the other hand, I'm glad that empathy is such a strong force, as is the instinct to look for patterns, even to the point of willing meaning into existence after the fact. All this helps us to be a storytelling species, a society glued together by narrative. It helps me to better understand my time traveler and her world, and gives me hope for her flavor of future. But can you imagine your future? Thank you. Thank you very much for this video impression. Maybe something else than the sessions before. So I think it was very interesting and maybe something for questions in the end. But now I've seen that our speaker, Miss Margarete Meyerhofer-Lischka, just joined us for her lightning talk. So maybe Frau Meyerhofer-Lischka, can I ask you to give your lightning talk at this moment, please? Sind noch nicht zu hören? Nee, es ist ein bisschen schwierig vom Ton. Können Sie sonst ein anderes Mikrofon auswählen vielleicht? Irgendwie das Rechnung? No, I'm sorry. Nee, aber ich glaube, so geht's. Also einfach vielleicht laut sprechen und dann. Ja. Wunderbar. Okay. Deutsch oder Englisch?
wie Sie möchten. Ja, hallo, ich bin erstmal eine Entschuldigung, dass ich zu spät gekommen bin. Wir haben einen ziemlich argen Wasserschaden seit gestern Nacht bei uns und das hat dann irgendwie den heutigen Tag leider komplett in Unordnung gebracht. Ich freue mich, Sie alle zu sehen, zumindest virtuell. Und ich möchte kurz mein Projekt Sprechmaschine vorstellen, was Sie momentan im Creative Space anschauen können. Ich bin Wissenschaftlerin, Musikerin und Medienkünstlerin und beschäftige mich seit einigen Jahren so mit dem Thema Wahrnehmung und mit den menschlichen Sinnen, so zwischen dem menschlichen Vermögen und dem, was Technologien daraus machen oder welche neuen Möglichkeiten uns das bereitstellt. Und erforsche das einerseits in meiner theoretischen Arbeit, aber eben auch in meiner künstlerischen Praxis. Und Sprechmaschine ist Teil eines umfangreicheren Projekts, wo ich mich mit Sprechen und der menschlichen Stimme zwischen Maschine und Mensch und zwischen Körper und Mechanismus beschäftige. Und wir sind ja mittlerweile sehr gewöhnt, dass es allenthalben Devices gibt, die zu uns sprechen oder die mit uns interagieren. Und was aber wahrscheinlich viele nicht wissen, ist, dass es eine relativ lange Geschichte hat. Also es gibt bereits seit der Antike Dokumente, dass der Mensch immer schon versucht hat, so die menschliche Stimme quasi als so das den Kernpunkt des Menschlichen schlechthin irgendwie auch nachzuempfinden und nachzubilden. Und mit am bekanntesten sind zum Beispiel so ab dem 18. Jahrhundert Versuche von Physikern wie Wilhelm von Kempelen oder Charles Darwin, die versucht haben, eben mit mechanischen Mitteln die menschliche Stimme nachzubauen und wirklich sogenannte Sprechapparaturen gebaut haben. Und das Ganze zieht sich weiter bis heute, wo man eben mit Hilfe von neuronalen Netzen, künstlichen Intelligenzen versucht, Sprache zu synthetisieren. Und auch vielleicht interessant zu wissen ist, dass einer der ersten Testcases für neuronale Netze zur Audiosynthese wirklich eben einerseits die Vogelstimme war, aber eben auch die menschliche Stimme. Das heißt, daran sieht man irgendwie auch, was für eine große Bedeutung das hat, dass man das eben so als eines der ersten Use Cases mehr oder weniger auch ausprobiert hat. Und in meinem Projekt sammle ich Dokumente, sowohl Texte, Informationen als auch eben Samples, also Aufnahmen zu verschiedensten sprechenden oder stimmlichen Apparaturen. Und verarbeite das auf verschiedene Weise. Daraus ist einerseits eine Klanginstallation entstanden, die jetzt im September in Hallein beim Inselzeitfest zu sehen war. Und ich habe ein Hörspiel gestaltet und daraus können Sie eben im Creative Space einen Auszug hören. Und was mich an dieser Thematik fasziniert, ist, dass man dabei abseits von der Mechanik des Ganzen, die sich schon eben irgendwie auch nachempfinden lässt, immer wieder auf die Frage zurückkommt, so wo ist eigentlich das Menschliche in der Stimme oder wo kippt das, was wir hören in unserer Wahrnehmung zwischen etwas Maschinellem und etwas Menschlichem um, weil eben auch die menschliche Stimme immer so als das der Kernpunkt irgendwie die Essenz des Menschseins schlechthin empfunden wird und dann auf der anderen Seite jeder von uns in seiner täglichen Erfahrung seit der Pandemie immer wieder auch merkt, wie sehr wir durch all diese digitalen Mittel, mit denen wir mittlerweile alle kommunizieren, wie sehr das unser Sprechen und unsere Kommunikation, aber eben auch unsere Sprachfähigkeit, unsere Verständigungsfähigkeit beeinflusst. Und mein Hörspiel ist eine Art Collage aus verschiedenen sprechenden Apparaturen, wo ich Laute gesampelt habe, die ich dann wieder zu neuen Wörtern oder zu einer Art Kunstsprache zusammensetze. Und im Zuhören lade ich dazu ein, auf eine Reise zu gehen und sich ein bisschen dem hinzugeben, derweil zu überlegen, wo
spricht hier was zu mir? Wo ist es einfach reiner Sound? Wo entsteht Sinn? Und auch die Frage natürlich irgendwie, wo versteckt sich der Mensch oder der menschliche Geist in dem sprechenden Klang? Ich möchte jetzt hier kein Beispiel vorstellen, sondern ich lade Sie einfach dazu ein, sich das nochmal irgendwie anzuhören. Es ist auf Mixcloud auch veröffentlicht, das heißt, man kann es auch abseits vom Festival sich noch online anhören. Und ja, ich freue mich über Fragen und Kommentare. Vielleicht hat jemand selber irgendwie noch aus der eigenen Praxis oder eigenen Erfahrung Inputs oder Anmerkungen dazu. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Und das wäre jetzt auch tatsächlich der Zeitpunkt für Ihre Fragen. So now, if you have any questions to any of the lightning talks, this would be the time to put the questions into the chat or the Q&A. Genau, also sehen, ja, rechts ist dieser Chat oder das Q&A-Tool. Falls Sie also irgendwelche Fragen haben, dann posten Sie sie da gerne rein. Ich würde sie dann gerne an die SpeakerInnen weiterleiten. Genau, ansonsten besteht natürlich auch die Möglichkeit, auch nach dieser Session mit den SpeakerInnen in Kontakt zu treten. So if you have any questions after this session, you can still contact the speakers via the university platform. If there are no questions, I just would like to say thank you again to you, Maru, as organizers, and also to my co-speakers, and of course to our audience, the ones that are now live or the ones that will watch it later on. And just I hope that this can be helpful as to enrich our collective awareness of what tools can we use to influence change. I have been very inspired also by the work of Silix, if I pronounce it well, and encourage people to visit her website, where she had other works as well. Yes, thank you very much as well. Maybe it would be great if anyone who wants to could put the link to their project into the chat, so all the participants, the audience can visit the website or the project. Yes, good idea. Perfect. And if there are no further questions, then from the side of the University Future Festival, I would like to thank you speakers a lot for your lightning talks. I think they were very interesting, and also for us it is always very exciting what digitalization could be used for. And thank you for the audience for listening to those lightning talks. And I wish you a pleasant day on the University Future Festival. And then I will send you all back to the lobby now. Thank you very much and have a good day. Bye bye. Tschüss. Bye. Bye bye. Danke euch. Danke auch.